Manchmal kommt es mir vor, als ob wir in so einem Film sind und eine Entwicklung hier beschreiben und versuchen, diese Entwicklung irgendwie zu verstehen, aber man kann sie ja gar nicht mehr verstehen. Naja, es ist ein spannender Krimi, aber wir haben ein Problem. Die eigentlichen Medien nehmen diesen Punkt nicht auf und diskutieren darüber. Da diskutiert das Handelsblatt. Das ist ein sehr spezielles Blatt für eine ganz kleine Zielgruppe, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt, die aber letztendlich alle Menschen angeht. Was hier besprochen wird, ist nicht irgendetwas Industrielles, Fernes, sondern es geht um Wärme in der Wohnung nachher. Das ist wirklich wichtig. Aber die große Presselandschaft, die versagt dabei. Da dreht man sich in einem kleinen Sud von einer McKinsey-Gruppe und einem Handelsblatt und versucht dann die große Politik darzustellen und kann dann im Nachhinein natürlich sagen, och, wir haben immer darüber berichtet. Es hieß ja dann immer auch von der Bundesnetzagentur, ja, die Gasspeicher sind voll. Herr Habeck ist ja einer, der bis heute beteuert, alles in Butter. Aber es gab jetzt einen Brownout in Baden-Württemberg. Und du hast, Andreas, mit einem Unternehmer gesprochen, der in Baden-Württemberg das direkt am eigenen Leib erfahren hat. Es war also so, das ist ein relativ großer Unternehmer und die sind von diesem Brownout getroffen worden. Und dann ist offenbar aus irgendwelchen Gründen, als der Strom dann wieder da war, irgendetwas fehlgelaufen, aber nicht im Unternehmen, sondern vom Stromversorger, sodass zum Beispiel die ganzen Telefonanlagen und so weiter plötzlich nicht mehr in Gang kamen. Und das bedeutet, dass der Betrieb dann quasi diesen gesamten Tag mehr oder weniger ausgeschaltet war. Und das für einen großen mittelständischen Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern, das ist schon nicht ganz ohne. Das ist ziemlich deutlich geworden, genauso wenig wie bei dem Großalarmtag, die Handys alle geklingelt haben. Offenbar ist das doch komplizierter, als man glaubt, so eine vermeintlich einfache Geschichte umzusetzen. Und genauso schwer ist es offenbar auch, wenn nämlich der Strom aus war. Das ist das eine. Wenn der Strom aber wieder angeht, dann kommt natürlich die Situation, dass jeder sagt, oh, Strom ist wieder da und alle laden sofort ihre ganzen Geräte und alle Stromdinger wieder in Gang gesetzt werden, alle Elektroheizungen werden wieder in Gang gesetzt und so weiter, weil es kühler geworden ist. Und dann kommt ein überzogener Stromabzug plötzlich und das kann natürlich dann wiederum zu Problemen führen, bis hin zum Zusammenbruch des gesamten Systems. Und Andreas, das ist ja nach wie vor nicht nachzuvollziehen und zu verstehen, dass Habeck mit seiner Grünen Partei auch darauf beharrt, dass am 31. März diese drei letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ja, und das kommt natürlich mit dem hausgemachten Problem, was wir schon vor diesen ganzen Fehlentscheidungen hatte. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass im Norden Deutschland der meiste Strom produziert wird und im Süden Deutschland der meiste Strom verbraucht wird. Die Situation ist also, dass der Strom, der entsteht im Norden über Kohlekraftwerke, über Gaskraftwerke, über Solaranlagen und über Windkraftanlagen, dass der ja irgendwie über große Stromtrassen transportiert werden muss in den Süden, wo die große Industrie letztendlich ansässig ist. Das Problem des Stromtransportes hatten wir vorher übrigens auch schon. Und jetzt zu diesem Problem kommen jetzt noch komplett neue Probleme dazu, dass die wenigen Stromproduzenten in Süddeutschland, wie die Atomkraftwerke, jetzt genau am falschesten Zeitpunkt abgeschaltet werden, die Trassen nach wie vor nicht gelegt wurden und dann gleichzeitig im Norden auch die Kohle- und die Gaskraftwerke mehr oder weniger einem Finale zugeführt werden. Und dann stehen da Windkraftanlagen und Solaranlagen, die das einfach überhaupt nicht packen können. Das heißt, wir hatten vorher schon große Probleme und die werden hier im Prinzip mit einem Tritt noch massiv verstärkt. Was kostet Deutschland diese Energiewende eigentlich? Und da gibt es jetzt eine exklusive McKinsey-Studie, die veröffentlicht wurde. Und die sagt ganz klar, dass die aktuelle Gaspreiskrise die deutsche Volkswirtschaft, das meldet das Handelsblatt, in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Euro gekostet hat. Und diese seien im Wesentlichen zu Gasproduzenten außerhalb Deutschlands geflossen. Und für die Berater sei das nur ein Beleg dafür, dass die deutsche Energiepolitik dem Standort Deutschland erheblich schadet. Tja, und hier wird es deutlich genannt, es kostet der deutschen Volkswirtschaft
100 Milliarden. Und in dem Begriff Volkswirtschaft steckt das Wort Volk. Und das sind auch die Hauptbürgen für diese Schulden und für diese überzogenen Kosten, die da aufgetreten sind durch die verfehlte Politik. Das Volk wird es nämlich rüsten, weil wir wissen, Gewinne werden privatisiert und solche Schäden werden sozialisiert. Die Vorstellung, Erdgas sei als Energieträger bereits in wenigen Jahren verzichtbar, ist nicht haltbar. Unsere Analyse zeigt, dass wir Erdgas noch für mehr als 10 Jahre brauchen. Andreas, das rückt doch alles ab von dem, was die sogenannten Regierungsvertreter, wie Herr Habeck oder Herr Scholz oder Frau Baerbock, sagen. Ja, das ist das Verrückte, weil die McKinsey-Experten, also McKinsey, Deloitte und wie sie alle heißen, das sind ja so Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung, auch Politikerberater. Wenn die so etwas sagen, dann steht den Politikern diese Information auch im Vorfeld zur Verfügung. Wenn dann aber wider besseren Wissens Falschentscheidungen getroffen werden, zumindest aus Sicht des Volkes, dann muss ich mich fragen, wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten und wer gibt die eigentlichen Befehle? Es ist natürlich wieder ein Schlag gegen das Volk selbst. Und was hier Herr Habeck macht, ist nichts anderes, als, wie du schon gerade richtig sagst, einen Zwischenhändler einzuschalten, der das ohnehin schon künstlich verteuerte Gas durch westliche Fehlpolitik, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass dieses künstlich verteuerte Gas nochmal mit einem Preisturbo versehen wird, dass die Menschen möglichst auch wirklich keine Möglichkeit haben, sich überhaupt noch einen warmen Hintern zu leisten. Das hast du aber sehr schön ausgedrückt gerade. Andreas, man ist hier, also das ist ein Artikel des Handelsblattes, das eben auch hier diese McKinsey-Studie analysiert und aufzeigt. Und es heißt hier, dass sogar mit Blick auf diesen sogenannten Klimaschutz die Erhöhung des Erdgasangebots unerlässlich ist. Denn sinkende Erdgaskosten sind der entscheidende Schlüssel, heißt es hier, um die CO2-Emissionen der Stromerzeugung zu reduzieren. Aber wenn die Erdgaskosten zu hoch bleiben, dann kommt wiederum Kohle zum Einsatz. Das sagt dieser Studienleiter. Das heißt ja, der Habeck kneift sich eigentlich selbst in den Hintern. Naja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch weiß, wo er hinkneift, sondern ich habe das Gefühl, er kann nur noch ausführen. Denn wenn er tatsächlich bei einem geistigen Bewusstsein geistesgegenwärtig also seine Entscheidungen fällt, müsste er. Denn er ist ja nicht komplett irgendwie dumm, das ist er ja nicht, sondern er ist eben halt ungebildet. Das zumindest in dem Bereich, in dem er eigentlich Bildung vorweisen könnte und auch unerfahren. Aber er müsste trotzdem spüren, dass es Widersprüche sind. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das hier keine Rolle spielt, können wir nur davon ausgehen, dass er nach einem Kladdeblatt, was er jeden Morgen vorgeschoben bekommt, mehr oder weniger das abarbeitet und erzählt, was man von ihm verlangt. Ich würde mich ja gern eines Gegenteils auch überzeugen lassen, aber dazu müsste mal etwas Strukturiertes kommen. Und er bei Amtsantritt uns allen ja auch angedroht hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Das klingt ja so, als ob er wirklich diese ganzen Dinge, die hier jetzt Tag für neue Überraschungen sorgen und das Land echt in eine ganz schwere Situation führen, als ob das alles schon abgemachte Sache gewesen sei. Also ich sage nur, dass es sich so anfühlt. Ja, und so kam es mir vor. Es ist interessant, das jetzt mal zu vergleichen. Also wir haben Habeck gesehen in diesem Taxi und er hatte offenbar einen über den Durst getrunken. Nun muss ich eines mal dazu sagen, Herr Habeck ist ein Mensch und auch er hat einfach mal das Recht, sich schlicht und ergreifend da mal einen zu viel zu genehmigen. Das ist ja nicht der Standard, aber so etwas darf sein. Aber in dieser Situation merkt man, dass Betrunkene die Wahrheit sagen. Unabhängig davon, dass er jetzt was getrunken hatte, muss man darauf achten, was er sagt. Und das, was er sagte, war ja fast eine Offenbarung dessen, was ihn offenbar belastet.